Uhr. Kommst du? Los científicos aún tienen que identificar un vínculo entre las transfusiones de sangre de los jóvenes y cualquier beneficio de salud tangible. Simplemente no hay evidencia clínica de que el tratamiento sea beneficioso, y básicamente estás abusando de la confianza de la gente y la emoción del público en torno a esto, el neurocientífico de la Universidad de Stanford Tony Coray, quien realizó un estudio en 2014 sobre plasma de sangre joven en ratones, dijo a la revista Science el verano pasado, según lo informado por Vanity Fair. Na, Amore, meinst du, wir liegen in 20 Jahren immer noch so hier? Oh, ich hoffe nicht, oder? Wieso nicht? So verliebt? Ja, verliebt so. Schon, aber ich würde gerne... Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, in 20 Jahren immer noch in Berlin zu wohnen. Balle, ich meine mit hier meine ich so ein bisschen so zusammen. Oh, ich sehe. Juntos. Zusammen, sie. Ein bisschen flirty, vielleicht kein Bauch mehr. Oh. Was ist eigentlich in 20 Jahren mit deinem Bauch? Mit dann, Lua? Dann haben wir ein großes Kind, da vielleicht kann unsere Rente bezahlen. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Heute in 20 Jahren? Es ist noch nicht mal draußen und was ist in 20 Jahren da draußen? Krass, oder? Nur noch Roboter, Algorithmus.